Unsere Reporterin startet mit ihrem Test in Speyer. WLAN für alle gibt es hier seit Herbst 2018 und zwar bis zu 2 Stunden täglich kostenlos. Für Wolfgang Bühring von den Stadtwerken eine Selbstverständlichkeit. Sie hatten das Projekt gemeinsam mit der Stadt ins Leben gerufen. Ja, wenn man sich nicht nur Smart City nennen will, sondern Smart City sein will, dann muss man die Grundlagen dafür schaffen. Das sind eben die Bausteine, auch dieses freie WLAN, um eben den Menschen auch zu ermöglichen, in einer Stadt mobil arbeiten zu können. An insgesamt 6 Hotspots zwischen Fest- und Postplatz können Speyerer und Touristen kostenlos surfen. Unsere Reporterin ist begeistert, wie schnell. Also ich muss sagen, das Verbinden läuft hier wirklich ohne Probleme. Ich gehe einfach auf das WLAN, drücke auf Verbinden und schon bin ich wirklich drin. Und dann kann ich nicht nur SMS ohne Probleme versenden, sondern auch tatsächlich Videos innerhalb von Sekunden abspielen. Und die Speyerer selbst, die freuen sich über ihre digitale Altstadt. Ganz anders als die Heidelberger. Offenes WLAN sieht man drüben in Baden-Württemberg eher kritisch. Und das, obwohl es in der Neckarmetropole kostenlos und unbegrenztes Gratisnetz gibt. Man hört ja so vieles über öffentliches Internet und dann mache ich das nicht so gerne. Weil ich genug Datenvolumen von meinem Vertrag habe, dass ich es nicht bräuchte, sag ich mal. Deswegen ja, gehe ich da nur auf Nummer sicher und benutze mein Internet. Ich wusste es, aber ich habe das nie benutzt, weil es bei mir nie geklappt hat. Heidelberg4U heißt das Netzwerk in der Unistadt, das sogar Teil eines der größten öffentlichen WLAN-Angebote deutschlandweit ist. An insgesamt 190 Standorten ermöglichen die Stadt mithilfe des Uni-Rechenzentrums und der Stadtwerke Surfen bis zum Abwinken. Ganz ohne zeitliche Beschränkung. Seit 2017 wird das kostenlose Netzwerk immer weiter ausgebaut. Genauso wie die Passanten bin ich eher geteilter Meinung. Zwar ist man super schnell mit dem WLAN hier in Heidelberg verbunden, mehr als eine SMS oder eine WhatsApp kann ich aber leider nicht damit schreiben. Für ein YouTube-Video oder ähnliches ist das Internet einfach zu schlecht. Schon seit 2016 kann man auch in Ludwigshafen kostenlos online gehen. Hier stellt der Energieversorger Technische Werke Ludwigshafen ein öffentliches WLAN-Netz. Außerdem bietet Kabel Deutschland mehrere Hotspots an. Doch auch wenn unsere Reporterin zufrieden ist mit dem Angebot, die Ludwigshafener selbst wissen nichts von ihrem Glück. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt gibt. Ja, finde ich super. Wenn es dann auch funktioniert, finde ich es gut. Unser Fazit: Öffentliches WLAN ist zwar eine tolle Sache, aber sowohl an der Kennzeichnung als auch bei der angebotenen Geschwindigkeit können einige Städte in der Ronnenregion ruhig noch ein Schippchen drauflegen.